Servus beieinander und willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Vorstellungstestvideo. Es ist eigentlich gar keine Werbung, weil ich es mir natürlich wieder selber gekauft habe. Die meisten von euch kennen es, aber ich bin von dem Teil so begeistert, dass ich euch das vorstellen muss, weil ich einfach der Meinung bin, dass das mal wieder ein richtig cooles Spielzeug ist. Da erzähle ich euch ein bisschen was drüber. Und zwar geht es um die AR6 Stinger von Steamboat. Da hat es schon einige gegeben, die das vorgestellt haben. Klar, weil es ist ja auch wirklich ein cooles Teil. Ich habe mir das jetzt auch geholt und bin begeistert. Es gibt ein paar Sachen dazu zum Sagen und die sage ich euch jetzt. Dieses schöne Teil ist es. Ist eine 6-Schuss-Repetierarmbrust. Das heißt, ihr klappt praktisch den Schaft hier hinten runter. Ich mache das jetzt nicht, weil sonst ist sie geladen. So, und dann könnt ihr 6-mal repetieren und habt 6 Schüsse damit. Und das finde ich ziemlich cool. Ich bin zwar so ein bisschen gespaltener Meinung darüber, dass es frei verkäuflich ist ab 18, weil es ist halt doch tatsächlich echt eine Waffe, die relativ gefährlich werden könnte. Also kein Spielzeug, passt gut auf damit, weil das ist nicht ohne das Teil. Es ist standardmäßig ein 65 Pfund Wurfarm dabei. Den habe ich ausgetauscht gegen den 90 Pfund. Also ich erzähle euch das jetzt halt erst, weil ich einfach so ein bisschen testen wollte. Und wenn ich mir dann sicher bin, dass es was Scheiß ist, stelle ich es euch vor, damit ihr keinen Schmarrn kauft. Also wie gesagt, immer, gell, kauft es kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Also deswegen erst einmal getestet. So, ich habe auch den 120 Pfund Arm getestet. Muss sagen, kauft euch den nicht, damit macht ihr euch dieses Spielzeug kaputt. 90 ist richtig cool. 60 oder 65, bin mir jetzt nicht sicher, was der Originale hatte, der ist ein bisschen zu, hat zu wenig Power. Also er macht zwar Spaß, aber es ist so, dass je nachdem, was ihr damit machen wollt, 65 Pfund sind zu wenig. 90 Pfund ist schon deutlich schwerer zu spannen, aber nicht unmöglich. Also auch meine Freundin hat damit ihren Spaß. Ja, und schießt damit wahrscheinlich mittlerweile besser als ich. Ja, dann erzähle ich euch mal ein bisschen was darüber. Also, spannen 6-mal, indem man es runterklappt, dann hat es einen verstellbaren Schaft, so wie eine richtige AR-15. Hier oben lädt man sie, da ist ein Hebel, da klappt man auf und dann passen hier oben 6 Pfeile rein. Jetzt muss man schauen, ob ich einen noch rauskriege. So schauen die Pfeile aus. Mit 2 Federn. Aus Aluminium und eine Stahlspitze. Ihr könnt sie hier 6 einlegen. Müsst ihr beim Einlegen immer aufpassen, dass die auch tatsächlich auf der Sehne liegen, weil sonst funktioniert es nicht. Und dann habt ihr hier die Feder, drückt so ein bisschen rein, zack, mit 6 Schuss geladen. Dann ist hier eine ganz normale, ja, so eine Leuchtstäbchen-Visierung drauf. Das kennt ihr ja von den Waffen, also nichts Besonderes. Da oben ist eine Picatinny-Schiene drauf. Da könnt ihr dann auch eine richtige Visierung drauf bauen. Da unten, der Griff ist auch verstellbar. Und wie gesagt, den Arm, den Wurfarm, den habe ich ausgetauscht auf einen 90 Pfund Arm. Und der hat schon deutlich mehr Power als der andere. Und das ist auch der einzige Arm, der wirklich Sinn macht. Also man kann es, glaube ich, tatsächlich so sagen, der 90 Pfund Arm ist genau der richtige Arm für dieses Spielzeug. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es hat keine Sicherung. Also wenn ihr sie spannt, dann ist sie geladen. Dann müsst ihr sie auch eigentlich abziehen. Also es gibt schon so einen Trick, indem man das hier hochschiebt und dann vorsichtig wieder entspannt. Aber das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wie gesagt, spannen nur dann, wenn ihr wirklich damit schießen wollt. Da vorne ist noch so ein kleiner Stöpsel drinnen, wenn man da vorne einen Laserpointer reinsetzen kann. Ist natürlich in Deutschland verboten, wie so vieles andere auch. Darum machen wir das natürlich auch nicht. Man kann auch eine Taschenlampe hinmachen, ist in Deutschland auch nicht so ganz legal. Und da gibt es auch viele Diskussionen, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, das Waffengesetz sagt, es ist ein Gegenstand, der Schusswaffen gleichzusetzen ist. Das bedeutet, ihr dürft euch die zwar frei kaufen, aber alles, was für Schusswaffen gilt, gilt auch für dieses Teil. Das heißt, keine Taschenlampe, kein Laserpointer. Da könnt ihr diskutieren, was ihr wollt. So ist es nun mal. Ihr kennt ja den Filz, auf den ich wahnsinnig gern mit dem Bogen schieße, von MM Crafts. Grüße gehen raus an meine Freunde. Da schießt es da nicht drauf.
Weil dieser Pfeil, der ist so kurz und der dringt so tief ein, dass ihr den da nicht mehr rauskriegt. Vielleicht mit einer Zange, aber das ist nicht das richtige Teil. Nehmt euch was Kleineres, was deutlich härteren Schaum hat. Ich habe da noch was Altes, da schieße ich drauf. Und ihr werdet sehen, die Pfeile, die gehen ziemlich tief rein, auch wenn man auf, ich glaube, 25 Meter, wie gesagt, ich weiß es immer nicht, oder 21 Meter schießt. Ihr kennt es ja allen, mein Späzel vom MTR Military Shop aus Erding. Der hat für dieses Ding hier richtig schöne Tuning-Teile. Also ihr könnt es natürlich bei ihm kaufen, aber er hat so richtig Desertfarbene und Camo und was auch immer für Zeug. Schaut mal bei dem vorbei. Freut er sich, der hat richtig cooles Zeug. Ich wollte es halt einfach ganz klassisch in Schwarz. Ja, so schaut es aus. Und jetzt gehen wir ein bisschen schießen. Das ist hier mein wunderschöner Schwammerl, von dem ich euch erzählt habe. Also wenn ihr da drauf schießt, dann kriegt ihr den Pfeil wahrscheinlich nicht mehr raus. Drum habe ich hier noch ein kleineres Teil. Das hier ist deutlich älter und es ist ein bisschen härter von der Substanz als der Schwammerl hier. Ja, und da werden wir drauf schießen. Und da haben wir auch eine gute Chance, dass die Pfeile wieder rauskommen. Das war jetzt auf ca. 25 Meter und ihr seht, dass es schon sehr, sehr präzise ist. Und dass die Pfeile, wenn die jetzt ganz da drinnen verschwinden, so wie bei dem hier, dann wird es natürlich extrem schwierig, dass man die wieder sauber rauszieht, ohne dass sie kaputt gehen, weil da vorne halt natürlich dann die Federn noch ein bisschen ausleiern. Jetzt einfach noch mal ganz kurz aus der Nähe. Da oben ist so eine Sicherung zum Abklappen und so spannt man sie. Ganz einfach und für jeden machbar mit 90 Pfund. Auch für kleine Mädels. So, und das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt ist sie gespannt und ich kann sie eigentlich nicht mehr richtig entspannen, ohne dass es ein bisschen heikel wird. Darum haben wir jetzt einen Schuss, den war jetzt schnell, dann erzähle ich euch weiter was. Und immer nach unten halten. Naja, die gehen gar nicht so schwer raus, wie ich jetzt vorher gesagt habe, habe ich ein bisschen übertrieben. Ich denke mal, ich konnte euch das Spielzeug hier näher bringen. Das ist eine coole Sache. Es ist wirklich handlich, es ist cool. Die rechtliche Lage dazu ist halt ein bisschen komplizierter. Vielleicht sollte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen. Es ist so, im Wald damit dürft ihr nicht rumlaufen. Im Auto zugriffsbereit dürft ihr sie auch nicht rumliegen haben. Also mit dem Teil ein bisschen vorsichtiger sein als mit einem Bogen. Ja, was soll ich nur sagen? Kauft keinen Klump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat's euch.